Ba 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 boo ba 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 boo ba 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 boo ba ba boo ba hoo ba 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 hoo hoo ba 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 ba. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf MJG Retro. Diese Folge wird heute ein bisschen theoretisch Natur werden und die nächste Folge, die 148, auch. Jo. Was haben wir hier? Ich habe ja schon mal irgendwann angedeutet, dass ich so ein bisschen den Kanal ein bisschen umstrukturieren möchte. Und ich habe jetzt mal so einen kleinen Lebenslauf verfasst, weil ich möchte so ein bisschen den Kanal umstrukturieren und Sachen vorstellen, beziehungsweise mal so zeigen, wie ich damals die ganzen technischen Entwicklungen aus meinen Augen gesehen habe und wie ich das so mitgemacht habe. Und da habe ich mal so ein klein bisschen hier so Stationen aufgebaut. Das ist so eine Liste, die ich mir gerade mal heute in meinem Laufe des Tages mal so überlegt habe, was war wie gewesen, was ich, das sind eigentlich Sachen, die ich selber bekommen habe, damals. Was natürlich nicht dazwischen steht, oder hier drin steht, sind Sachen, wie jetzt hier Videotext oder Stereo, solche Sachen, die werde ich aus dem Kopf dann erzählen. Das ist hier so ein kleiner Überblick, den ich mir gerade gemacht habe. Und ich habe ja gesagt, ich möchte, weil ich angefangen habe, Sachen in letzter Zeit mitzuholen. Zum Beispiel mein erster Kassettenrekorder, mein erstes Modem. Und ja, deswegen möchte ich das jetzt so machen, dass ich so Sachen zeige. So alte technische Sachen, wie gesagt, wie ich sie damals gekriegt habe. Ja, ich weiß, ich erzähle gerade ein bisschen komisch. Ist aber so, mir fehlen gerade die richtigen Wörterchen. Die richtigen Worte fehlen mir. Und dementsprechend möchte ich den Kanal jetzt wirklich so strukturieren, dass ich jetzt hier Sachen zeige. Ich sag mal hier aus meiner Karriere, aus meinem Lebenslauf, hier aus dem Technischen. Und nicht nur das, auch möchte ich, dass ich jetzt Videos einmal pro Woche zeige und die dann ein bisschen länger werden, aber auch anders strukturierter. Aber lasst euch überraschen. So, ich würde sagen, wir fangen mal an. Also wie gesagt, 78 habe ich das Licht der Welt erblickt. Ne? Und ja, da weiß ich noch nicht allzu viel. Ich glaube, meine ersten Erinnerungen, die fangen so an, wo ich 3 bin, aber jetzt nicht so technische Sachen. Und der Staubsauger, warum ich den jetzt hier schon aufgeführt habe, das ist ja, den habt ihr schon mal in auf Mikes Hobbyzimmer bzw. auf der Tech gesehen. Der alte Vorwerk, VK42, der läuft noch, ja, der ist immer noch im täglichen Einsatz. Und der ist, wenn ich meiner Mutter glauben darf, ist der von 76. Aber das hatten wir auch schon mal in einem Video erklärt. Warte mal eben. Ich muss mal eben K-Connect hier abbauen. Wo bist du denn hin? Weil sonst habe ich hier gleich wieder alles Mögliche hier, was wir gerade nicht brauchen. So, das müsste jetzt genügen. Wir haben auch das tatsächliche Baujahr rausgefunden in einem der Videos. Ich muss noch mal gucken, wie gesagt, ich sage jetzt mal nochmal 76. Ich habe jetzt die Daten jetzt nicht im Kopf, wann der jetzt wirklich gezimmert worden ist. Oder was, 77? Ich werde mir das Video nochmal angucken. Weil die alten Videos habe ich ja alle noch auf Platte liegen. Deswegen kann es sein, dass, wenn wir den Staubsauger nochmal sehen werden, ich dann die Daten korrigiere. Das ist, wie gesagt, jetzt hier so, was ich jetzt aus dem Kopf habe. Und ja, die Sachen, die hier vorgestellt werden, die möchte ich, da möchte ich auch nochmal dann später mit einem eigenen Video drauf eingehen oder mit einer eigenen Videoreihe, je nachdem. Auch wenn wir die Sachen teilweise schon mal gesehen hatten. Aber ich möchte das nochmal neu machen und die Sachen hatten wir damals zum Teil auf Mike's Hobbyzimmer oder auf Wegonatech gesehen. Ja, das war das hier gewesen. Dann 82 habe ich dann meinen ersten eigenen Kassettenrekorder gekriegt. Man glaubt es kaum.
den ITT Weekend Stereo, ich glaube 110 ist es. Und dieses bis circa bedeutet, bis dahin hatte ich den Original gehabt. Bei dem jetzigen, den ich habe, den habe ich mir wieder organisiert gehabt. Ne? So, also jetzt schon einiges mitgemacht. Also ich meine, bis zum Jahre 2000 habe ich den noch gehabt und ich denke mal, dass ich den dann wahrscheinlich, dass der in den E-Schrott gegangen ist, aus irgendwelchen, aus diversen Gründen bestimmt. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, warum, weil ich meine, ich hätte ihn noch gehabt letztens, aber ja. Kann ich nicht sagen, warum, weil der ist weg. Ich denke mal, ich glaube, es war sogar so gewesen, dass der in der großen Rauchwolke aufgegangen ist, meine ich. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Also, aber bis 2000 war der noch da gewesen. Jo, dann, was haben wir dann? Auch nochmal 82, ja. Jetzt kommt das Jahr des Video 2000. Der Grund, Video 2000, den hatte mein Opa damals gehabt. 2x4. Allerdings auch noch ein Stereo-System. Der ist dann später zu mir gewandert. Ich glaube im Jahre 94 oder so ähnlich. Weil mein Opa hat ihn nicht mehr gebraucht, weil der ist, ja, der hat ein Problem gehabt immer. Irgendwie, immer nach einer gewissen Zeit fing dann an, die Kassetten zu eiern, der Ton hat angefangen zu leiern und da war der immer in Reparatur gewesen. Und ja, dann hat er den nicht mehr verwendet. Er hat dann später ein VHS-Video sich geholt, dann hat er damit angefangen aufzunehmen und der stand da nur noch rum und ja, aus Platzgründen, weil ich einen neuen Videoschrank geholt hatte, der ein bisschen kleiner war, ist er gewichen und den habe ich dann gekriegt gehabt. Den habe ich gehabt bis, glaube ich, 2003. Und danach fing er seinerseits wieder an mit dem Geleiere. Dann der Philips VR234224. Achso, davon haben wir noch Gebrauchsanweisungen. Die hatten wir uns mal im Jahre 2011 oder 12 mal angeguckt. Damals noch mit der Canon Powershoot. Das gucken wir uns nochmal in HD an, die Gebrauchsanweisung. Die gibt es noch. Dasselbe gilt für den Philips Videorekorder hier, den dann meine Eltern sich geholt haben. Auch im selben Jahr wie mein Opa. Unterschied zum Grundig ist, er war viel kleiner und kompakter und leicht, weil der zum größten, weil das Gehäuse aus Plastik war. Also richtig klein. Das waren so die letzten Philips Videos 2000, die gebaut worden sind. Der hat, glaube ich, auch bis zum Jahre 2000 überlebt. Ja. So, dann geht's weiter. Und dann zwischendurch natürlich, ich weiß nicht mehr genau die Daten, aber da gehen wir auch mal drüber ein, dann gab es dann noch zwischendurch, ich meine, wann bin ich eingeschult worden? 84? Wann hatten wir Sommerferien gehabt? Nee, Sommerferien gehabt hatten wir dann so 85. Also mit Video im Fernsehen und Stereo. Stereo weiß ich nicht. Damit bin ich, glaube ich, sind wir schon früh in Kontakt getreten. Ich weiß noch, wir hatten hier noch, ich weiß gar nicht bis wann, noch ein Monogerät gehabt, einen alten Nordmende damals. Na gut, damals war der, glaube ich, neu. Aber ich weiß noch, Mono deswegen, weil der hatte nur auf einer Seite Lautsprecher gehabt. Aber schon mit Fernbedienung, ne? Also, der war irgendwann mal kaputt gewesen und dann hatten wir dann mal von meinen Opa einen Zweitfernsehen gekriegt, einen kleinen roten, der war schwarz-weiß mit zweimal Teleskopantenne und dann ohne Fernbedienung, aber wenn du umschalten wolltest, musstest du ein Rädchen die Programme umschalten. Ne? Das, ich weiß nicht, so ein kleiner Router war das. Ich frag mich jetzt nicht, welche Firma. War lustig. Und Sendesuchen war alles dann auch mit Rädchen gewesen. Das war schon interessant. Also, ja. Und dann gab es immer so Sachen wie so Werbespots wie Stereo im Fernsehen oder so hört sich besser mit Stereo an. Das lief dann aber doch auch 85 lief das dann. Aber doch, immer da hatte dann nämlich dann ZDF. Immer so 85 rum. Die hatten ja damals noch, man glaubt es kaum, auch Sendepause zwischen 13 und 15 Uhr. Und dann ging es dann um 15 Uhr dann zumindest im Sommer mit den Sommerferien mit dem Ferienprogramm weiter. Und zwischendurch hat dann
ZDF immer Stereo im Fernsehen gezeigt und Vorteile vom Stereo, Vorteile vom Zweikanalton, und die ARD hatte dann auf ihren Sender immer gehabt, dann im selben Zeitraum immer Videotext im Fernsehen, was auch neu war. Und für Leute, die dann kein Videotext-Decoder im Fernsehen drin hatten, haben die dann halt die ganze Zeit von 13 Uhr bis 15 Uhr halt dann die Videotextseiten gezeigt mit einem Radioprogramm als Unterlegung. So, weiter im Text. Ja, und dann 84, 85, so ungefähr rum, ich weiß jetzt nicht, wann ich Kommunion hatte, zur Kommunion habe ich mein VHS gekriegt, mein ersten Video. Ein Hitachi VT63E, meine ich, war es gewesen. Also von den Bildern her müsste es der gewesen sein. Ich persönlich habe da keine Bilder. Habe ich heute gefunden im Internet. Bei eBay Kleinanzeigen gibt es da einen. Und ihr glaubt es kaum, ich stehe kurz davor, da zuzuschlagen. Ich glaube, der hat auch so bis 2000 überlebt. Bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Ja. Dann Atari VC 2600, die Spielekonsole. Das kommt daher, weil ich irgendwann, ich weiß nicht, so zwischen 82 und 85, aber die Geschichte habe ich auch schon tausendmal erzählt. In anderen Videos, glaube ich auch auf einem anderen Kanal, glaube ich auch auf Mikes Hobbyzimmer, bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo ich halt dann, wenn mein Opa oder meine Eltern wieder bei Schosser unterwegs gewesen sind, ist ein Radio- und Fernsehgeschäft gewesen, und die sich dann da Sachen angeguckt haben, wie Fernsehvideos, oder halt da gewesen sind, um halt Sachen zu reparieren zu lassen, wie der besagte Grund hier von meinem Opa. Bin ich da ein bisschen so rumgeschlendert und habe dann da die Computerabteilung entdeckt. Weil das war so, das war interessant für mich gewesen. Und wo dann damals immer die ganzen Kinder, / Jugendliche rumgestanden haben und die Computer bevölkert haben, und die haben dann da mit ein paar Befehlen, mit ein paar Eingaben interessante Grafiken hingezaubert, ne? Und wo die dann mal weg waren und ich dann davor stand, da stand ich dann in Ochsenberg und hab dann nur so einen Cursor gesehen und ja, was gibt's denn da jetzt ein, ne? Deswegen, ich habe keine Ahnung, was das war. Ich denke mal, das wird wohl ein C64 gewesen sein, was da so rumpackt. Also, was da so 82 bis 85 so computertechnisch hier in Deutschland auf dem Markt gewesen ist. Denke ich mal, wieder rumgepackt haben. Ich habe keine Ahnung. Ich kannte mich damals mit Computern noch gar nicht aus. Deswegen, ich habe auch gar nicht genau geguckt, was da rumstand. Deswegen weiß ich nicht. Könnte ein VC20 gewesen sein, C64. Ich weiß es echt nicht. Hm? Ja. Wie gesagt, und dann, weil ich dann immer einen Computer haben wollte, mein Vater hatte keine Ahnung gehabt, dachte mir, hol's immer für den Kleinen ein, und hat dann Atari VC 2600 vom Arbeitskollegen, glaube ich, abgekauft, gebraucht, und ja, war eine Spielekonsole halt, und ich so ein bisschen enttäuscht, wo sind denn da die Tasten? Ne, zwei Kassetten waren dabei, er gesagt, Cartridges, einmal Pelisogger, das war so ein Fußballspielchen gewesen, wo deine Mannschaft aus drei Punkte bestand. Der Ball war ebenfalls waren ebenfalls drei Punkte. Aber die Grafik, wenn du die heute anguckst, die ist bekloppt. Aber der Spielspaß war geil gewesen. Und dann gab es dann noch einen. Ich weiß aber nicht, wie das Spiel heißt, was auf dem zweiten Modul gewesen ist. Dann klar, 86, 87 kam dann eher in meinem Leben der Commodore 128D. Ja, endlich mal einen richtigen Computer. Und zur Überraschung waren da gleich drei Computer in einem gewesen. Einmal der 128er, dann, man glaubt's kaum, der C64 und eine Betriebsart, die so gut wie nie benutzt worden ist, der CPM-Modus. Bis dato wusste ich gar nicht, was CPM ist. Ne? Konntest du auch nur starten, wenn du halt die CPM-Diskette eingelegt hattest. Und bei uns lief zu 99,9% der C64-Modus. Der 128er-Modus lief dann nur mal, wenn man sich mal rein verirrt hatte. Wenn man aus Versehen vergessen hat, die Commodore-Taste zu drücken beim Start. Oder als die Commodore-Taste später dann kaputt war. Ja, aber ansonsten haben wir mit dem 128er-Modus nie was gemacht. Also. Ja, und der hing dann natürlich im Wohnzimmer.
am großen Fernseher von meinen Eltern. Und das war immer lustig gewesen, wenn ich was machen wollte und mein Vater die Sportschau gucken wollte damals. Ja. Also wie gesagt, da sind da war lustig gewesen. Dementsprechend habe ich dann vorübergehend den alten, mein Opa hat sich dann irgendwann einen neuen Zweitfernseher geholt, als dann dieser schnucklige rote mit den schwarz-weiße da nicht mehr ging, oder weil er mittlerweile Farbe haben wollte, ich weiß es nicht mehr, ist er dann gewichen. Aber beim C64 hat er mir halt dann den hier erstmal vermacht, den kleinen Farbfernseher, auch ein schnucklig kleiner. Da habe ich sogar noch Fotos von dem Kapsch. Der lief sogar tatsächlich noch bis 2008 bei mir. Sogar noch am 128er später, an dem zweiten. Hm? Der war schön gewesen. Auch so ein kleines Ding, hatte 8 Speicher für 8 Programme. Konnte mit Knöpfchen Sender suchen, musste auch dann mit Rädchen, und der hat eine Teleskopantenne gehabt. Jo. Und dann irgendwann, weil ich dann auch mal die 80 Zeichen haben wollte, kam dann der Commodore 1802. Aber den haben dann meine Eltern natürlich alleine organisiert. Und der Verkäufer meinte dann zu denen, also haben sie mir erzählt, er könnte auch diese 80 Zeichen darstellen, was natürlich nicht stimmte. Das könnte nämlich der 1084 oder den 1902, glaube ich, war das gewesen. Ja, so ist es halt. Weil ich wollte dann irgendwann auch mal CPM ein bisschen ausprobieren zwischendurch mal. Und ihr wisst schon, CPM und 40 Zeichen. Ja. Gut. Zwischendurch halt dann. Dann 1990 kam dann ein richtiger C64 mit einer 1541 an. Und dazu noch ein Drucker, ein Hanse, von der Firma Hanseatic. Also die Firma Hanseatic ist eine Eigenmarke von damals von Otto gewesen. Und ich meine, der hieß VC180. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, kompatibel zum Commodore MPS 802, kann das sein? Ich weiß es nicht mehr, zu was der kompatibel war. Alles schon so Ewigkeiten her, ne? Aber ich konnte zumindest drucken und habe dann mit Printmaster viele Banner ausgedruckt, ne? Jo, dann, weil die 1541, wir hatten zwei 1541 dazu gekriegt gehabt. Vom selben Arbeitskollege, von dem wir auch vorher den 128D gekriegt haben. Da war die zweite 1541, das war eine 1540C gewesen, die war defekt oder justiert oder dejustiert, sie konnte keine Disketten einlesen. Ne? Und dann die 1541, die wir dann dabei hatten, war eine, wie ich dann später festgestellt habe, nachdem ich sie dann abgegeben hatte, irgendwann mal in 2000ern, da habe ich dann herausgefunden, dass das eigentlich eine 1541 war, wo man einfach nur die Sockel getauscht, hier die Chips getauscht hat. Und die hatte hinten sogar noch VIC draufstehen gehabt, ne? VIC. Oh Mann. Davon habe ich noch Fotos von dieser 1541. Und aufgrund, weil die nicht richtig ging, haben wir dann 1900, ich weiß es nicht, ob das jetzt 91 war oder schon 92 oder noch 1990, haben wir dann die 1542 gekauft, die ich noch habe. Und das war das einzige von Commodore, was ich neu gekauft habe. Der Rest alles hat man nur Gebrauch gekauft gehabt. So, und dann natürlich zwischendurch mal, weil dann auch dann mal der, weil dann Schulfreunde auch dann mal diverse Hörspielkassetten hatten, so wie Antenna zum Beispiel, die ich hier gehört hatte. Oder um andere Kassetten zu kopieren damals, musste ein Doppelkassettendeck her. Aber zuerst, bevor der hier gekommen ist, gab es da noch einen von Sharp. Das waren Doppelkassettendecker, da schlackern die Ohren. Da waren dann die Kassetten nicht nebeneinander, sie waren hintereinander. Und immer wenn du dann gucken wolltest, und das Geilste war natürlich gewesen, die Kassette, auf der aufgenommen worden ist, die war im zweiten Fach, wo du nicht gucken konntest. Ganz vorne war die zum Abspielen gewesen, hinten zum Aufnehmen. So, und das Ende vom Lied war immer, da ich nicht wusste, wie viel noch drauf kam, passte, musste ich dann immer
die Kassette rausholen, gucken, reinstecken. Es war grausam. Und zum Schluss ist dann auch der Mechanismus, der das ganze Fach geöffnet hat, sogar kaputt gegangen. Dann ging das Ding nicht mehr zu. Mussten wir mit Tesafilm, oh ja, das Ding war ein Krampf gewesen. Und das war, da erinnere ich mich dran, das war auch der erste Kassettenrekorder, der auch einen Bandsalat fabriziert hatte. Ne? Also, ich sage, das war so ein Teil gewesen. Also, der hat auch einige Kassetten von mir auf dem Gewissen. Deswegen habe ich davon sogar noch die Hüllen von diesen Kassetten aus den diversen Jahren von 87 und 86. Aber die Kassetten gibt es nicht mehr, weil dieser blöde Rekorder daraus Hackfleisch gemacht hat. So, weiter geht's. Wie gesagt, an 92, wo ich dann doch mal Lust auf CD hatte, weil alles wurde dann, Platte wurde ja langsam weniger, Schallplatte. Ja, ich habe auch Schallplatten. Meine erste Schallplatte habe ich mir 91 geholt gehabt, man glaubt's kaum. Ne? Und halt dann, 92 zum Geburtstag habe ich dann halt diesen hier gekriegt, den JVC RCX3. Ich glaube, den hatte ich bis 2005 gehabt. Ja. Friede seine Asche. Mittlerweile weiß ich, welches Problem er hat und wie ich es hätte beheben können. Aber egal. Der war gut gewesen. Der war gut. So, und dann auch im Jahre 92, und zwar am 24.12., habe ich dann meinen ersten PC gekriegt, weil der C64, der ging, ich glaube nicht, Ende 91 oder Anfang 92, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ging der kaputt. Er ging zwar noch an, aber irgendwie war es Farbrahmendefekt gewesen und da flackerte die ganze Schrift in allen möglichen Farben. Und wir hatten mittlerweile auch Informatik in der Schule gehabt und haben dann mit PC gearbeitet. Und ich sage, ich hatte anfangs, ich glaube 88 hatten wir angefangen mit PCs zu arbeiten, da hatten wir dann Informatikunterricht gehabt und im Jahre 92 habe ich dann so ungefähr angefangen, dann als wir dann mit QBasic programmiert hatten in der Schule, habe ich angefangen, die Dinger dann auf den C64 umzuschreiben, von QBasic auf das normale C64 Basic und war lustig gewesen, da einige Befehle nicht so funktionieren wie QBasic. Ja, dementsprechend kam dann PC bei mir auf den Schreibtisch in Form eines AMD 386 SX25 mit 2 MB Arbeitsspeicher, mit einer Multifunktionskarte. Da drauf war eine Grafikkarte von OAK mit 512 KB Arbeitsspeicher, ein Disketten- und ein Festplattencontroller IDE-technischer Natur und 2 serielle Schnittstellen, eine Parallelschnittstelle. Ja, eine einzige Karte, die nur ein Etherplatz belegte. Dazu gab es dann eine 80 MB Festplatte von Connor, ein 3,5 Zoll Diskettenlaufwerk und ein Monitor und der Star LC24 Colordrucker, den ich mittlerweile auch wieder habe. Mein erster Nadeldrucker. Mein erster 24 Zoll Ja, 24 Nadeldrucker, so rum. Und der erste in Farbe dazu. So, und das Problem war noch gewesen, das war die Grundausstattung und dazu konnte man sich dann kaufen ein 5 Ampere Zolllaufwerk. Das war intern, weil ich wollte dann die alten C64-Disketten weiter benutzen, beziehungsweise dann teilweise als Datenspeicher benutzen. Und dazu gab es natürlich, weil man das vom C64 gewohnt ist, musste auch ein Joystick dabei sein, den ersten, den ich mittlerweile auch wieder habe, seit 10 Jahren. Habe ich noch nie gezeigt, glaube ich, bisher. Dazu gab es noch eine ESA-Anschlusskarte für den Joystick. So, Problem hier bei den beiden Sachen ist, die kamen auch ja von Quelle mit dem Ding zusammen, da dachten wir, die würden schon zusammengebaut, eingebaut werden und dann komplett geliefert werden im Rechner. Nein, war nicht so. Der Rechner kam und die Teile kamen einzeln dazu. Und ich hatte keine Ahnung von, zu dem Zeitpunkt noch keine Ahnung so von der Hardware des, im PC, wie man irgendwas anschließt, weil wir hatten ja nur damals im Informatikunterricht die Software durchgenommen, ne? wie Textverarbeitung und Tabellenkalkulation und Programmierung, aber noch nicht die Hardware.
Und das war cool gewesen. Ich hatte damals keine Ahnung von nichts gehabt. Und dann gab es noch den berühmten Aufkleber hier. Wenn der Aufkleber entfernt oder beschädigt wird, dann erlischt die Garantie. Ne? Und ja, habe ich dann meine Mutter damals gefragt, du, wir haben dann folgendes Problem. Das Diskettenlauf weg muss da rein, aber das kam einzeln. Und die Karte muss auch eingebaut werden, die kam auch einzeln. Und so und so und so. Okay. Habe ich dann eingebaut und ich wusste aber damals noch nicht, wie man ins BIOS reinkommt. Das war so geil gewesen. Aber. Alles natürlich, alles ganz zärtlich gemacht, nicht so wie heute, zack, rein, raus. Oh, Alter. Das war ein Krampf gewesen. Ich glaube, ich habe 2 Tage gebraucht, um das Diskettenlaufwerk einzubauen. Und dann, wie baut man den Anschluss ein? Aber es hat dann alles nachher funktioniert. Dann, ich wusste nicht, dass man ein Laufwerk im BIOS anmelden musste damals. Dementsprechend habe ich dann versucht mit dem Programm, wie nennt sich das? Driver.sys? Oder so ähnlich. Versucht das damit anzusprechen, ging auch nicht. Und dann irgendwann, ein paar Tage später, habe ich dann doch dann im BIOS den Eintrag gefunden und dann ging halt. Oh, das war ein Krampf gewesen. Aber. Boah, und dann, weißt du, keine Ahnung vom Computer, vom PC und gleich am ersten Tag durftest du schon. Oh. So ähnlich wie du machst gerade einen Autoführerschein, darfst dann gleich den Motor tauschen, weißt du, oder so, oder sowas, oder hier die Zündkerzen einbauen. Ja, dann, so, jetzt sind wir im PC-Zeitalter angekommen bei mir. Klar, weil das Ding keine Soundkarte hatte, musste auch mal irgendwann eine Soundkarte her, weil nur der PC-Speaker alleine, ich meine, ist zwar cool, aber dann so die späteren Spiele unterstützten den schon gar nicht mehr, oder du hast ja dann nur, wo die anderen Spiele Sound hatten, Musik hatten, hattest du nur dann vielleicht mal so ein bisschen büpp, büpp, büpp als Musikuntermalung, ne? Tja, dann habe ich mir erstmal eine Adlib-Karte geholt. Von Soundblaster-Karten und ein Adlib hatte ich damals noch nicht so viel drauf, weil, wie gesagt, ich war gerade erstmal Anfänger, ne? Und dann dachte ich mir, okay, die war billiger gewesen als dann die anderen Karten. Und dann habe ich rausgefunden, Adlib kann nur Sound, aber keine Sprachausgabe, und wenn du eine Sprachausgabe haben wolltest, weil wir mittlerweile X-Wing hatten, musstest du dir dann eine Soundblaster-kompatible Karte kaufen oder eine Soundblaster-Karte. Und wie gesagt, da ich Schüler war und meine Eltern als finanziert haben, musste es dann die Master Boomer 16 sein. Das war ein Klon. Lief und er hatte. Bei dieser Karte war Castle Wolfenstein, also Wolfenstein 3D, als Shareware-Version drauf gewesen auf der Diskette. Neben den Treibern. Das habe ich aber später herausgefunden, dass es Wolfenstein 3D ist. In der Shareware-Version. Ne? Und wie gesagt, während Wolfenstein 3D indiziert war, haben wir das dann über die Soundkarte gekriegt als Shareware-Version. Das natürlich dann gezockt. Ne? War immer geil gewesen. Wenn wir montags damals immer später Schule hatten, so gegen 10 kamen immer 2 Schulkollegen zu mir und dann haben sie einen Wolfenstein gezockt. Geil. Ja, und dann so 93, 94 ist dann aus dem 386 SX ein 386 X40 geworden. Weil aber der 386 SX auf dem Board draufgelötet war, musste gleich das Board mit ausgetauscht werden. Und da haben wir dann gleich dann noch 2 MB Arbeitsspeicher mehr dazu genommen, dass ich dann 4 MB hatte. Dazu gibt es dann auch eine eigene Geschichte, weil damals, ich wollte es ja selber aufrüsten und meine Eltern haben gesagt, nee, das machen wir nicht, weil lass es vom Fachmann machen, der kann das besser, weil ich habe das, wie gesagt, dann nicht gehabt, ich habe mich dann nur eingelesen gehabt in der PC-Praxis, wie sowas geht, und Ende vom Lied war gewesen, ich jetzt besser doch selber machen müssen, weil nämlich da, wo wir das Ding machen haben lassen, der hatte, ja, also, ich musste da teilweise einige Fehler aushebeln, die der da eingebaut hatte, und ja, haben wir dann auch gesagt, hat nächstes Mal, wenn wir sowas machen, macht es selber. Dann haben wir auch eine 24 MB Platte von Connor irgendwann mal geholt gehabt, weil die 80 MB Platte hat ja schon Januar 93 schon aus allen letzten Löchern gepfiffen, weil, wie gesagt, dann kam Onkelchen vorbei. Meint, ah, ich habe gehört, du hast einen PC. Hast du Windows? Nein, ich komme mal vorbei. Und ja,
Das hat er mir dann gleich noch Windows 3.1, Emmy Pro für Hausaufgaben und einige Spielchen drauf gemacht und dann waren dann später nur noch, glaube ich, 5 MB frei gewesen. Ja, dann durfte ich mich dann später mit Double Space und Drive Space auseinandersetzen, um die Platte so ein bisschen zu vergrößern. Und dann, als dann die 420 MB Platte von Connor ankam, wie gesagt, das mussten haben als meine Eltern finanziert, kam dann die Platte rein. Und dann so im Laufe 93, Ende 93, Anfang 94, habe ich dann ein Zweifachlaufwerk nur nebengeholt gehabt mit eigener Controllerkarte, weil mit Zoomi-Laufwerken war damals noch ein bisschen teuer gewesen. Und so konnte man dann die ersten Spiele spielen, die auf CD rausgekommen sind. Ja, 94, 95 kam dann der Kontakt mit Novell in der Netware 312. Wie gesagt, auf der Berufsschule, Robert-Busch-Kolleg-Schule, da habe ich dann auch Mailboxen kennengelernt. Wie gesagt, einmal aus der Betreiberseite, weil wir haben da die schuleigene Mailbox gewartet und betrieben, die RBKS. BBS war eine Mailbox-Software auf NCBL-Basis und dementsprechend habe ich dann auch da zum ersten Mal was von Modem erfahren und DFÜ und was ist Internet und so und ja. Dementsprechend bräuchte ich dann gleich einen eigenen Novell-Server. Im Computerladen habe ich dann für, war doch halt gewesen, 10 Mark, 15 Mark gleich eine Testversion von Novell Netware 401 gefunden. Zwei User-Lizenz. Und ja, gleich bei mir installiert. Und dann, der ist dann später, der Server ist dann bis später zum 411er mutiert. Ja, und dann, wie gesagt, Mailbox hat mich auch gereizt. Dementsprechend habe ich mich dann mit einer eigenen Mailbox beschäftigt. Hat ja auch eine gehabt. Habe ich dann mit zwei Schulkollegen, die ich dann auch über diesen Hardware-Kurs da kennengelernt habe, haben uns dann zum Drei-Boxen-Netz zusammengesetzt. Bei mir war es zuerst, weil beide GS-Box hatten, habe ich dann auch die GS-Box benutzt und dann irgendwann später ist das Ganze dann zerbrochen, habe ich alleine weitergemacht und bin dann auf NCB-Mail umgestiegen, weil, wie gesagt, das kannte ich ja aus der Schule halt, ne? Und da habe ich dann auch mein erstes Modem. Oh, schön. Na, dann wie gesagt ein bisschen Aufrüstung hier. Dann später kam ein neues Motherboard hinzu. Dann ist aus dem 386 DX40 dann ein 486er geworden hier auf AMD-Basis. Ich glaube der AM5X86 ist baugleich den Intel DX4 Prozessor mit 133 Megahertz. Da habe ich gleich mit 8 MB zugeschlagen und auch eine andere Grafikkarte benutzt, weil ich habe dann zuerst die ISA Grafikkarte weiterverwendet und dann habe ich mir dann die PC Grafikkarte geholt und habe dann, wie gesagt, dann hier den 386 DX40 als Zweitrechner weiterlaufen lassen und da fing es dann an, wo ich dann, glaube ich, da zuerst Windows 95 und dann später habe ich hier, glaube ich, dann Novell drauf geklöppelt, aber mit 4 MB. Ja. Und irgendwann lief der dann mit, glaube ich, mit 16 Megabyte. Die habe ich dann noch irgendwo hergekriegt gehabt. Ich glaube, die hatten. Ich weiß alles nicht mehr so hundertprozentig hier zwischen 95 und 2000. Da ist so viel passiert. Ich hab da so viel geschenkt gekriegt. Dazwischen kam auch mal irgendwie zwischen 2000 und 95 mal ein XT noch bei mir rein in eine Sammlung. Mit der schönen 20 MB Seagate MFM-Platte. Ich weiß, Seagate, aber MFM und die Geräusche. Oh, schön. Ne? Deswegen habe ich da keine Übersicht mehr. Ich habe hier nur Sachen aufgezählt, die ich mir selber gekauft habe. Deswegen keine Ahnung, was dann wie war. Ich weiß es nicht mehr. Ja, und später auch nochmal Aufrüstung. Dann kam eine andere Soundkarte hinzu. Soundblaster 16 kompatible Sound Shuttle Karte, glaube ich. Mit einem Opti-Chipsatz, meine ich. Und dann später kam dann hier 86 neues Motherboard hinzu. Mit einer AMD-CPU mit dem Pentium Rating 75. Ja. Da müsste dann, glaube ich, auch dann
Müsste ja auch eine größere Platte gekauft haben, weil die 420 auch schon aus allen Nähten geplatzt ist. Da müsste dann, glaube ich, dann die erste Platte, genau, ich wollte eine. Die Gigabyte-Platte waren erstmal eine Seagate gewesen, 1,2 Gigabyte. Die war aber schon direkt am ersten Tag kaputt, wo ich die eingebaut habe. Ich wollte die einbauen, schließ an, wir machen an, war da schon ein vorinstalliertes DOS gewesen mit ein paar Dingern und hat schon 2 Megabyte defekte Sektoren gehabt. Gleich wieder ausgebaut, die Platte zurück zum Computerladen. Jo, haben die dann einfach eine defekte Platte, die als Rückläufer gekommen ist, haben die dann in die Neuwarenabteilung einsortiert gehabt. Und seitdem ist Seagate bei mir durch. Dann habe ich mir eine Connor wieder geholt, eine 1-2er. Und dann ist die irgendwann noch innerhalb der Garantie kaputt gegangen und habe ich dann mir eine Quantum Scirocco noch geholt mit 1,777 Gigabyte. Und dann so 98 kam dann ein komplett neuer PC. Ja, und der erste mit einer Intel CPU, ne? Wie gesagt, komplett neu, weil sonst habe ich immer seit dem 386er an hier nur die Teile getauscht, ne? Und da war der schon drin. Ich wollte eigentlich einen von AMD haben, aber für den Preis, ne? Komplettpaket gewesen mit 15 Zoll Monitor. Quantum Bigfoot. Oh, die Bigfoot war geil gewesen. Warum habe ich jetzt zweimal 6 GB hingeschrieben? Weiß ich auch nicht. Einzige, was ich jetzt nicht mehr weiß, wie viel Megabyte Arbeitsspeicher drin war. Grafikkarte weiß ich auch nicht mehr. War eine ATI-Grafikkarte drin? Ich weiß es nicht mehr. Ob 32 oder 64 MB weiß ich auch nicht mehr. Jo. Und dann halt ist das Exec Modem oder Exec Modem, Exec, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Dieses hier ist an einer Phone Blaster 16 Karte gewichen. Die Phone Blaster 16 Karte ist eine Sound Blaster 16 Karte gewesen mit einem eingebauten 28.8er Modem, also beides auf einer Karte. Ja. Und dann so von 2000 bis 2008 habe ich gar keinen Blick mehr, keine Übersicht mehr. Ihr seht schon. Aus den Gründen, der erste eigene PC, den ich mir gekauft habe, ist der ehemalige Multimedia-PC, der hier bei mir rumparkt. Und den Rest habt ihr alles hier auf YouTube gesehen. Ja. Und dann, wie gesagt, und das, was ihr jetzt seht, dieser Lebenslauf hier, der technische, die Sachen werde ich dann alle mal jetzt im Laufe der Zeit wieder vorstellen. Wie gesagt, einige Sachen davon haben wir schon auf den alten Kanälen von mir gesehen, auf Wiehofner-Tech, auf Mikes Hobbyzimmer. Aber ich werde dann, soweit ich die Sachen hier noch im Fundus habe, beziehungsweise mir wieder organisiert habe, werden wir darauf eingehen. Ich werde auch dann ein bisschen die alten Videos, die ich zu den Sachen habe, nochmal zeigen. Aber alle Geräte, die ich mal auf Wiehofner-Tech und Mikes Hobbyzimmer vorgestellt habe, die befinden sich nicht mehr bei mir auf Gründen von Platz. Die haben dann den Weg zu anderen Sammlern gefunden. Jo, aber soweit was noch da ist, werden wir dann nochmal uns angucken. Das ist dann jetzt ungefähr so der ganze Fahrplan, den es dann geben wird. Wie gesagt, ich werde den Plan jetzt nicht chronologisch abarbeiten. Deswegen sind wir jetzt momentan hier in der Geschichte hier. Das wird dann, das nächste Video wird dann die Einleitung zu dem Thema hier werden. Ja, da fangen wir dann nämlich an mit, wie das bei mir angefangen hat, mit Modem, mit der DFÜ. Ich weiß, sowas, so ein Thema hatten wir schon mal gehabt, vor 2 Jahren, auf Mikes Hobbyzimmer. Aber ich möchte, da das Thema ja auch wieder im Archiv versunken ist, möchte ich da nochmal ganz neu rangehen und alles nochmal neu aufnehmen. Und besonders, weil ich jetzt auch mein erstes Modem wieder habe, ne? Ja. So, damit fangen wir dann an. Und wenn wir damit durch sind, gucken wir mal, womit wir dann weitermachen. Jo, dann sage ich mal, das war es jetzt erstmal gewesen hier von der Sache, damit er so einen Fahrplan hat, was jetzt ab September so losgeht. Jo.
Dann das nächste Video wird dann die Einleitung zu dem Thema hier werden. Und dann sage ich mal, danke fürs Zugucken. Und ich sehe gerade 40 Minuten. Ja, und wir werden uns dann im nächsten Video da wiedersehen. Wahrscheinlich erst in einer Woche. Weil wie gesagt, ich möchte ab jetzt alles wöchentlich machen. Dafür ein bisschen länger. Ja. Das war's dann. Also, dann wünsche ich euch nochmal, ich sag mal jetzt einen schönen Mittwoch. Weil ich habe ja gesagt, ich möchte die Folgen jetzt alle mittwochs hochbringen. MV, MJK Retro. So, dann bis später. Tschüss.